Serien, die flimmern tagtäglich über die Mattscheibe, von Science Fiction über Historisches bis hin zu Seifenopern, ist für jeden Serienfreund was dabei. Selten aber verbindet den Zuschauer so viel mit einer Serie, dass er dann sagen kann, Mensch, das ist ja wie bei uns hier. Das könnte sich jetzt aber ändern, denn die Serie Provinzstadt, die spielt direkt vor unserer Haustür. Heute laufen wieder die neuen Folgen im offenen Kanal Kaiserslautern und verantwortlich für die Provinzstadt zeigt sich Timo Fledi. Ich war immer davon fasziniert, von Fernsehserien, die so ein bisschen das wahre Leben im Fernsehen nachspielen. Und sowas wollte ich einfach mal selber machen. Und da ich eben beim offenen Kanal schon war und da meine Sendungen mache, hatte ich den Gedanken, eben sowas wie Theater mal ins Fernsehen zu bringen. Bereits 3 Jahre zuvor ging die erste Staffel auf Sendung mit erstaunlicher Resonanz. Grund genug für den Filmemacher, eine Fortsetzung zu drehen. So wie alles 3 Jahre später gedreht wurde, spielt auch alles 3 Jahre später. Die Kinder in den Familien sind erwachsener geworden und es wird einfach das Leben gezeigt, wie es heute ist. Vieles ist etwas erwachsener, die Geschichten sollen etwas tiefgehender sein, etwas gefühlsechter und die Folgen sind auch länger geworden, damit man sich einfach besser in die Handlungen reinversetzen kann. 3 Jahre Drehzeit, das klingt jetzt nicht gerade wenig, doch ließ sich der Aufwand aufgrund beruflicher Einspannung nur schlecht reduzieren. Hinzu kam, dass die Drehorte nicht in einem gewöhnlichen Studio stattfanden, sondern in echten Umgebungen. Wir haben hauptsächlich in geschlossenen Räumen gedreht, und zwar bei den Darstellern in Privatwohnungen. Natürlich hat nicht jeder Darsteller seine eigenen Gemächer zur Verfügung gestellt, aber bei vielen Darstellern konnten wir die Wohnung nutzen oder den Keller. Und wir haben auch draußen gedreht. Allerdings wird man nicht so viele Plätze erkennen, denn wir haben nicht gerade mitten in der Fußgängerzone gedreht. Denn da würden sich viele Leute umdrehen und in die Kamera schauen und das wäre einfach sehr auffällig gewesen. Heute geht es also weiter mit der Provinzstadt im offenen Kanal. Wir schalten natürlich rein, wenn es um 19 Uhr losgeht. Und wir hoffen, dass es noch weitere Provinzstadt-Folgen geben wird.